Haben die alten weißen Männer jetzt schon gewonnen, haben also die Boomer gewonnen und jene, die glaubten jetzt nochmal die alte Garde richtig ärgern zu können, sind die schon praktisch jetzt weg vom Fenster, nichts mehr to the moon, wie das Schlagwort ja mit diesem Raketensymbol dieser Reddit-Gruppen lautete. Das ist noch nicht sicher, aber auf jeden Fall haben die jungen Wilden einen ziemlichen Rückschlag erlitten, denn die Broker haben faktisch bei diesen Boom-Aktien, bei diesen Zock-Aktien wie GameStop, wie AMC den Stecker gezogen. Man kann nur noch bestehende Positionen schließen, keine neuen Long-Positionen mehr eröffnen. Und ein anderer Neo-Broker, Webull in den USA, immerhin auch 11 Millionen Konten inzwischen, hat gesagt, okay, unsere Clearing-Firma weigert sich weiter, solche Aktien abzuwickeln. Und faktisch ist es ja so, irgendwer muss das Risiko haben, muss den Counterpart spielen, den Gegenpart spielen. Und das wird manchen zu heiß, das ist schlichtweg zu riskant. Dementsprechend sagt man sich, nee, das machen wir nicht mehr. Die Risiken, die sind exorbitant, das gehen wir nicht ein. Die Clearing-Firmen sind ja diejenigen, die das letzte Risiko faktisch übernehmen. Also hat man gesagt, machen wir nicht mehr. Und dann stehen die Neo-Broker wie eben Robinhood oder eben auch Webull stehen blöd da. Selbst wenn sie wollten, könnten sie das gar nicht mehr machen. Das würde praktisch ihre Existenz als Firma sofort gefährden können, gerade angesichts der massiven Volumina, die hier der Fall sind. Also ist das nicht mehr möglich und wir sehen dann sofort die Konsequenzen auch bei anderen Brokern, zum Beispiel Interactive Brokers. Die haben nicht nur diese Zockeraktien jetzt praktisch nur noch zur Liquidation, also zum Verkauf freigestellt, sondern haben für alle anderen Positionen sofort die Marge erhöht. Bei Long-Positionen muss man jetzt 100% Marge hinterlegen und bei Short-Positionen sogar 300% Marge. Und jetzt sagt zum Beispiel hier ein älterer Kunde von Interactive Brokers, ja ein großer Broker eher für vermögende Leute eigentlich oder die zumindest eine gewisse Kontogröße haben. Er sagt, also mich habt ihr jetzt als Kunden verloren, nur weil da ein paar Leute ein bisschen wilde Party spielen, habe ich jetzt ziemliche Nachteile, da mache ich nicht mit, da bin ich jetzt raus aus der Nummer. Aber man sieht, das wird unisono gemacht, die ganzen Broker handeln so. Und dabei hatte es heute Morgen noch ausgesehen, als würden jetzt die jungen Wilden, diejenigen, die über Reddit und Wall Street Bets sich hier verabreden, nochmal ein Manifest raushauen, ein offener Brief an Melvin Capital, diesen Hedgefonds, an CNBC, an die Boomer, wo nochmal die Motivation ein bisschen klar gemacht wird, wo man sagt oder indem man sagt, ja, ich habe mein ganzes Geld in GME gesteckt, also in GameStop und ich werde davon nicht ablassen, ich würde das nicht anderen empfehlen, aber dann kommt so eine typische amerikanische Geschichte. Also es ist so ein bisschen diese Revolution auch gegen die alten weißen Boomer, die hier versucht wurde und sie scheint ziemlich früh abgeblasen zu sein. Aber es gibt vielleicht noch eine Hintertür. Mal sehen, ob die groß genug ist, damit dieses Spiel weitergehen kann. Wir sehen, was zwischenzeitlich bei der Aktie von GameStop passiert ist. Bums, nach unten geknallt, war vorbörslich bei $500, dann mit offiziellem Kassahandel bei 450 und dann ging es runter, teilweise in Richtung $100. The Empire Strikes Back, könnte man dazu sagen, das Imperium schlägt also zurück, es gilt auch für andere Aktien. Aber hier sehen wir dann wieder eine Erholung, 187% ging es dann plötzlich wieder nach oben bei GameStop, wahrscheinlich weil sich die Fundamentaldaten bei der Firma inzwischen deutlich verbessert hatten, ein kleiner Scherz am Rande, aber das ist sozusagen diese wilde Bewegung. Möglicherweise haben in dieser Abwärtsbewegung dann diejenigen Hedgefonds, die noch short standen, ihre Position eingedeckt. Und sind also als Käufer aufgetreten, weil sie dann praktisch ja ihre Short-Position losbringen wollen und dann entsteht eben vielleicht wieder ein solcher Move nach oben, wer weiß es schon. Mit Fundamentaldaten natürlich hat das gar nichts zu tun. Wir sehen ähnliche Entwicklungen bei AMC. Wir sehen, dass dann plötzlich Silber, das hatte sich heute Morgen schon angekündigt, ja, heute zocken wir Silber nach oben. Ist nicht wirklich marktbreit, der Silbermarkt. Allerdings ist es doch ein bisschen schwieriger wahrscheinlich, als eine GameStop-Aktie nach oben zu zocken. Jedenfalls hat man sich hier auf eine neue Spielwiese verlegt, diesmal keine Aktien, sondern eben den Silbermarkt, vielleicht auch über einzelne Aktien, die man hier gespielt hat, aber
Jedenfalls ist der Kursgewinn von Silber bei 5% noch vergleichsweise moderat, ultra konservativ 5%. Was wollt ihr denn mit 5% innerhalb von wenigen Minuten? Das ist etwas für Boomer, das ist zu konservativ, das ist langweilig. Damit werdet ihr euch sicherlich nicht begnügen. Jedenfalls hat Robinhood dann nochmal gesagt, dass man eben jetzt zunächst mal, oder so hat es angefangen bei Robinhood, diesem Neobroker, vor allem GME und AMC, also diese beiden GameStop und AMC, diesen Kinobetreiber, hier zunächst mal praktisch ja, die Neupositionierung nicht mehr erlaubt für Long-Positionen. Und dann hat David Portnoy, der, wie soll man sagen, der Gott, der Robin Hooder, der Zocker schlechthin, eigentlich aus dem Sportwettenbereich kommend, kapierend, dass das Ganze nur noch ein Casino ist offenkundig, hat gesagt, also ich habe hier diese Aktien gekauft wie Nokia, AMC und so weiter, und ich habe gedacht, wir leben in einem freien Land und wo Leute eben Aktien kaufen und verkaufen können auf ihr eigenes Risiko. Ich werde die jetzt bis zu meinem Tod halten. As a reminder, dass, also als Mahnmal dafür, dass die Gründer von Robinhood ins Gefängnis gehen sollten. Also wir sehen, das geht ziemlich hoch mit den Emotionen. Faktisch ist das, was da ja passiert, diese Verabredung, bestimmte Werte hochzuzocken, letztendlich illegal. Man muss es so ganz klar sagen, das ist nicht wirklich ein Verhalten, das den Aufsichtskriterien genügen würde, um es mal boomermäßig zu formulieren, meine Damen und Herren. Jedenfalls scheint sich Dave Portnoy hier ein bisschen zu irren, denn schauen wir mal ein bisschen in den Vertrag, den man abschließt, wenn man in den USA ein Konto bei Robinhood eröffnet, und das dürfte bei deutschen Neobrokern nicht so viel anders sein. Da ist die Rede von Discontinuation of Services. Und es wird gesagt, wir können jederzeit dein Konto schließen, wir müssen dich nur schriftlich darüber informieren. Also mit diesen, ich werde die Aktien bis in den Tod halten, könnte das schwierig werden. Die Frage ist, was passiert dann mit diesen Aktien? Das ist ja Sondervermögen. Jedenfalls kann es eben sein, dass dann praktisch hier eben diese Position doch zwangsliquidiert wird, dass man sagt, okay, wir kündigen dir erst das Konto aus irgendwelchen Gründen, weil wir eben Bock drauf haben und müssen dafür eben deine Aktien glattstellen. Da kannst du dich nicht dagegen wehren. Das wird eine interessante Frage werden, jedenfalls, wie da vorgegangen wird. Ist es also so, dass Wall Street Bets, dieser Reddit, Subreddit, hinter den Hedgefonds her war und die Hedgefonds dann, naja, hinter den anderen her waren oder sich gegenseitig gefressen haben? Das ist die große Frage. Jedenfalls wieder David Portnoy, der sagt, ja, die tun so, als würden sie jetzt die einzelnen Leute vor Verlusten bewahren wollen, vor zu großen Risiken bewahren wollen, aber die Hedgefonds haben das genauso gemacht, da war es okay. Jetzt, wo wir mal dran sind, da ist es scheinbar nicht mehr okay. Und hier auch ein Tweet, der sagt, as long as Citadel, dieser Hedgefonds, says it's okay, könnt ihr von mir aus traden. Das Motto von Robin Hood, diesem Neobroker, lautete ja, let the people trade, lass die Leute handeln. Aber es gibt, glaube ich, kein Grundrecht auf Handel, vor allem nicht kostenlos und vor allem nicht mit allen Instrumenten und zu allen Konditionen. Das ist leider noch nicht der Fall. So oder so, jetzt kommt vielleicht die letzte Hintertür, die nochmal eine Chance bieten kann. Alexandria Ocasio-Cortez, ACO, wie sie auch gerne genannt wird, extrem linke Demokratin, hat gesagt, also das finde ich nicht okay, das kann nicht sein. Und die ist auch Mitglied des Financial Services Committees, also Finanzaufsicht sozusagen innerhalb des Senats. I support a hearing if necessary, also die will das sozusagen parlamentarisch jetzt mal behandelt wissen. Und jemand wie Ted Cruz, von der ganz anderen Seite, eher ein rechter Republikaner, sagt, finde ich auch. Also das wird interessant, da scheint sich also das erste Mal eine Art Koalition auszubilden zwischen US-Demokraten und US-Republikanern. Spannende Geschichte. Die Frage ist jetzt, wenn man den jungen Wilden hier diese Spielzeuge wegnimmt, was wird dann passieren? Albert Edwards von der SocGen, Société Générale, warnt, if the retail mob is angry now, wait until they lose their shirts. Also wartet mal drauf, bis sie wirklich substanzielle Verluste haben, entweder durch Trading oder sie ganz andere Themen plötzlich an den Start bringen, dann könnte es ungemütlich werden. Da ist viel Wut erkennbar, da ist auch viel Verzweiflung erkennbar, da ist ein Stück weit ein Fatalismus erkennbar. Ich hatte in einem Video ja gesagt, dass ich meinem Sohn geraten hatte, bestimmte Skills zu erwerben, Fähigkeiten zu erwerben. Warum? Weil man dann unabhängig ist, weil man dann etwas bewegen kann, statt von anderen bewegt zu werden. Also das ist ein Stück Freiheit,
durch Fähigkeiten, die viele andere nicht haben. Dann haben viele dieser Jungen gesagt, ja, welche Skills soll ich mir denn aneignen, die ein Inder oder ein Chinese nicht haben? Oder manche haben sogar kommentiert, ja, Skills, also Fähigkeiten sind was für Chinesen, das brauchen wir nicht. Also da sieht man schon so eine gewisse Mentalität, die hier der Fall ist. Jedenfalls, wenn wir nochmal auf das Marktgeschehen zurückkommen, sehen wir, wie extrem dieses Call-Volumen angestiegen ist, was wir hier gesehen haben. Das ist schon eine immense Hebelung, die da stattfindet, und etwas ältere Herrschaften sehen darin ein Zeichen einer Blase. Jedenfalls hat es das ganze Geschehen auch auf das Titelblatt des Wall Street Journals geschafft. Hier dieser Angriff auf die Hedgefonds, hier ist auch direkt die Rede von GameStop, und jetzt haben manche Hedgefonds wie der von Carson Block, sehr bekannt in den USA, praktisch alle Short-Positionen geschlossen, weil das Risiko schlichtweg zu groß geworden war aus ihrer Sicht, vernünftig wie ich finde, denn man ist teilweise schwer in Verluste gekommen, oder viele Hedgefonds sind schwer in Verluste gekommen. Da sind die größten 4-Tages-Verluste, die man bei Hedgefonds jemals gesehen hat, so Insider. Und manche haben also 25% ihres Kapitals verloren in wenigen Tagen. Der Gesamtmarkt allerdings nur 2,5%. Das heißt, die Hedgefonds haben richtig auf die Mütze gekriegt. Das hat richtig wehgetan. Die haben teilweise Positionen, auch Long-Positionen, verkaufen müssen, während die Retail-Trader eben als Käufer aufgetreten sind. Eine witzige Konstellation. Und wie gefährlich das ist, hier irgendwas zu shorten am Markt, sieht man, dass alle die Symbole BB, also Doppel-B, mit Doppel-B anfangen, deren Aktien sind massiv gestiegen. Vielleicht ist morgen dann CC dran oder so. Und da gibt es ja auch wahnsinnig viele Verwechslungen, wo Leute dann die falsche Aktie nach oben kaufen, die gar nicht gemeint ist, auf die man sich gar nicht geeinigt hat, aber ein ganz ähnliches Ticker-Symbol hat oder ähnlich klingt. Also es ist eigentlich nur noch ein absurdes Theater. Und insgesamt hat diese ganze Geschichte dazu geführt, dass wir gestern einen massiven Sprung in der Volatilität gesehen haben. Der VIX gestern 62,1% gestiegen. Das ist der drittgrößte Anstieg in der Geschichte ever. Und es ist dann jedes Mal so gekommen, es gab zweimal noch krassere Moves, nämlich 2007 und 2018. Und jedes Mal hat der VIX dann die Hälfte seines Wertes oder seines Standes verloren. Und auch heute ist es so, der VIX schwer unter Druck, also kommt runter, die Aktienmärkte steigen. Nasdaq, Dow Jones, alles durchwegs hoch und bei 2% letzter Stand gewesen. Also wir sehen, da hat sich einiges beruhigt. Die Boomer, die alten weißen Männer, sitzen scheinbar erstmal wieder am Steuerknüppel. Mal sehen, ob das dauerhaft ist. Jedenfalls ist es teuer geworden, und abschließend, in Deutschland wird es auch teurer, wie heute die Verbraucherpreise gezeigt haben. Anhebung dieser CO2-Abgabe, Benzinpreise, die dadurch teurer werden, Mehrwertsteuererhöhung etc. etc. All das hat dazu geführt, dass natürlich die Preise jetzt deutlicher gestiegen wird. Das könnte ein großes Thema bald werden, auch für die alten weißen Männer, nämlich für uns alle, wenn dann die Preise beginnen zu steigen. Mal sehen, ob das ein Trend ist, dieser inflationäre Trend, der wirklich dauerhaft ist, ja oder nein. Also, das war ein interessantes Ding, was jetzt in den letzten Tagen passiert ist. Mal sehen, wie das weitergeht, ob die US-Politik jetzt hilft und sagt, im Namen der Freiheit fordern wir, dass alle das Recht haben zu zocken und andere damit an den Rand des Ruins zu bringen. Klar, die Hedgefonds sind auch nicht gerade die nettesten, und da passiert auch viel Schmuh, gar keine Frage. Da wird untereinander schwer praktisch Bodycheck-mäßig gearbeitet. Viele Hedgefonds wussten ja, dass andere Hedgefonds hier in der Bredouille waren, sind dann auf den Zug aufgesprungen und haben sozusagen den Druck auf diese anderen Hedgefonds noch erhöht, weil sie selbst Geld verdienen wollten. Also, es ist ein Haifischbecken, und die Jungen haben geglaubt, sie wären jetzt die Haifische, aber vielleicht werden sie auch gefressen. Das wird sich zeigen. Schönen Abend wünsche ich. Servus und ciao.